So, alle bitte schon mal folgen. Wenn es geht, kleinen Frotzis. Wie das ausschaut. Alles klar, guck doch das an. Alter, ich bin so gehypt. T-Rex am Mikro kommt. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Let's Play-Folge in Ark auf Valguero. So, meine Freunde, wir haben natürlich ein bisschen was vor heute und zwar habe ich ja schon ein bisschen was angesprochen. Also, währenddessen will ich jetzt Kibbel herstellen, weil ich brauche hier ein paar Kibbelsorten wieder, beziehungsweise für die Bienenkönigin. Und jetzt war ich eh schon drüber, Kibbel herzustellen. Dann machen wir das aus, und zwar das Superior Kibbel. Was wir zurzeit herstellen, brauchen wir Primary Jerky, Zitronen. Dann das Harz, wie gesagt, deswegen habe ich Harz hergestellt schon, das braucht man für dieses Kibbel. Dann diese Mushrooms, dann Fasern, brauchst du fast für jedes Gericht, zur leichten Verdauung und Wasser. Aber dann, in dem, dass wir hier diese angeschlossene Wasserleitung hier haben, sagen wir so, klärt sich das von selber. So, natürlich brauchen wir natürlich dazu unsere Eier. Wie gesagt, bei uns ist es im leichtesten Fall, ist es der Spino eventuell, was Eier legen würde, oder natürlich der Archie. Das ballern wir jetzt durch. Das kocht jetzt schön vor sich hin und wir stören Kübel hier. Wir machen die Kohle hier raus. Nicht, dass hier irgendwas passiert. Ich sag mal so, wir haben gute 100 Eier. Da können wir auch gute 100 Kübel durchballern schon. Also, da geht schon was. Wie gesagt, ihr seht selber, 1500 Gewicht hat das Ganze. Die Eier sind übelst schwer. Also, indem das jetzt hinköchelt, dauert das. Aber heute wollen wir natürlich, wie gesagt, wie folgt, wollen wir heute eine Bienenkönigin ziehen. Wie gesagt, das brauche ich für das letzte, ich glaube für das allerletzte Kibbel, für das Extraordinary. Das ist wirklich das High-End-Produkt, wo wirklich viel gedacht ist für den Griffin, für die Eidechse, also den Igalania, für den Rockgolem, den wir übelst gerne ziehen wollen. Wie gesagt, ich muss auf dem Paracer eine Kanone platzieren, dann hätten wir halt was Fahrbares, beziehungsweise was Tragbares. Ich hoffe nur, dass die Kanone, ja okay, die musst du wahrscheinlich wieder abreißen. Keine Ahnung. Da muss ich halt zwei High-Level Rock Golems ziehen. Vielleicht können wir die dementsprechend dann auch paaren und dann für den Tanakoli oder für den Yuti. Wir brauchen ja den Yuti. Für was brauchen wir ihn? Für unsere Brute Force. Wie gesagt, die ist schon hier, die Jungs hier, ihr seht selber, sie sind hier schön in einer Reihe aufgereiht. Das sind zwei Stück und das sind schon wieder drei Stück in unserem Gehege drin. Da werden wir gleich reinschauen. Ihr seht selber, die reihen sich richtig schön auf. Wir werden gleich nochmal dazu gucken. Und ich sag's mal so, ist auf jeden Fall recht happy und ich würde sagen, ich mache halt einfach noch Duty mit. Geht's auf jeden Fall safer. Das wird natürlich jetzt eine Zeit lang dauern, wie gesagt. Stego? Oder haben wir kein Tech-Stego? Ach, wir haben ja nicht mal ein Tech-Stego, wir haben nur ein Tech-Rex. Okay. Macht Sinn. So, wir können natürlich noch wieder Simple Kibbel, könnten wir wieder herstellen, weil Dodo-Ei, das ist so en masse. Also T-Rex-Ei muss ich mal noch herstellen, aber das macht natürlich übelst Zeit noch, die hin zu transportieren. Und dann machen wir eigentlich bloß mehr diese, wie gesagt, billigen Kibbelarten wie Deinonychus-Ei. Also die zwei Hochleistungskibbel brauchen wir noch. Dann haben wir eigentlich gar nicht mehr viel, da konnte ich eigentlich ein paar Sachen wieder rüberpacken, damit der Kühlschrank etwas aufgeräumter ist. Wie gesagt, ihr seht selber, man braucht übelst viele Sachen. Das ist halt immer am Mess. So, was wir natürlich jetzt machen werden, wäre folgt wie erst. Erstmal gucken, was der Archie noch in seinem Inventar hat. Der hat nur dieses Harzklumpe drin, aber ich sag mal so, bevor dass er blöderweise stirbt und ich es nicht wieder habe, hau ich es hier lieber wieder rein. So. Also, damit wir eine Bienenkönigin zähmen können, ich werde natürlich dementsprechend was bauen. Wir brauchen also diese Ghillie-Rüstung, ist wichtig, komplett, die muss komplett sein, sonst werde ich von den kleinen Bienen angegriffen, ist wichtig. Okay, da ist sogar noch Metall drin, ein Key. Dann nehme ich hier eine Flintenmunition mit, das hat jetzt auch folgenden Grund, warum ich das mache. Normalerweise funktioniert es nicht mit der Flinte, dass du das Bienennest abschießt und dann Damage praktisch Mobs dran. So, Leute. Durch meine Verplantheit natürlich wieder das vergessen. Also, wir gucken natürlich nur mal kurz auf das Bienennest. Bis auf 5000 Leben hat diese Geschichte. Und wenn ich natürlich jetzt mit der Pistole drauf schieße, dann bekommt sich da wahrscheinlich keinen Schaden. Nein.
Es kann natürlich auch sein, dass das Bienennest nicht virtuell da ist. Also es ist zwar da, aber es ist so ein Scheinbienennest. Ihr seht selber, es bekommt kein Damage. Also es hätte mich jetzt gewundert, oder? Ne. Kommt leider keinen Schaden. Man kann natürlich jetzt diesen blinden Raketenwerfer machen. Wäre auch eine Alternative. Ich hoffe, dass. Und ja, jetzt haben wir natürlich Damage gemacht. Wie gesagt, es regeneriert sich natürlich wieder nach einer Zeit. Ich weiß, Leute, wir müssen natürlich unsere Gigi-Rüstung anziehen. Dann brauchen wir natürlich noch unseren Brustpanzer, wäre natürlich cool. Und jetzt sind wir komplett mit Gigi equipped. Und mit dann ist natürlich, es funktioniert. Ballmonster sind Insektenschutzmittel noch rein. Die Lupe weg. Ich habe jetzt das bewusst das Gamma hochgestellt, damit der auch was jetzt eher oben ist, wie eine Biene ist. So. Da müssen wir es aufpassen. Okay, hier ist eine. Hier sind auf jeden Fall die Kollegen schon wieder drin. So. Ihr müsst halt aufpassen, die mounten euch halt von den Raptor bzw. von euren Viech halt runter. So wie jetzt. Hey, genau. Das kann nicht wahr sein, verpisst euch. So. Natürlich, klar, es ist immer ein bisschen tricky, dass es auch so klappt. Ach, ich habe hier noch eine Biene. Jetzt kriege ich schon wieder den Buff. Bitte nicht. So. Den packen wir jetzt schnell weg, damit der uns jetzt nicht auf die Nerven geht. Wir machen das fertig natürlich mit einem Raketenwerfer. Funktioniert natürlich auch. Das müsste das Bienennest sein. Das hat schon Schaden kassiert. Ich glaube, ein Raketenwerferschuss könnte schon fast reichen. Ja, ihr seht es. Da ist die Biene. Und genau die brauchen wir. So, wir brauchen das Simple Kibble, das habe ich jetzt mitgenommen. Ich glaube, eins müsste reichen. Der müsste natürlich jetzt, wenn es geht, nach unten fliegen. Und dann klappt es eigentlich. Wie gesagt, diese kleinen Bienen sollte es halt ihr, wenn es geht, nicht aufschrecken. Wenn die jetzt nicht mehr runterkommt. Du, wenn es jetzt nicht runterkommt, wo ist die Bienenkönigin? Nee, oder? Ja. Ja, da ist sie. Er dürfte sie auch nicht abschießen. Das ist ein Passiv-Tame. Und wir haben sie. Das ist eigentlich das, Leute, das, was ich euch irgendwie, beziehungsweise was ich irgendwie schade finde. Wenn ihr hier jetzt praktisch, ihr seht ja diese kleinen Insekten, die bleibt man nicht hier halten. Also es wäre cool, wenn es ist. Bienenstock erhalten. Genau. Die sterben halt jetzt leider weg. Okay, das ist ein bisschen übelst schade. Aber ihr seht selber, ihr könnt diesen Bienenstock platzieren und dann auch wieder einsammeln. Also das könnt ihr jetzt gefühlt endlos machen. Ich werde jetzt einmal ein paar mitnehmen. Vielleicht ist gleich noch hier eine dran. Hier. Hier ist ja noch eine Biene. Wie gesagt, ich fliege halt immer so einen Kreis. Greift das an. Dann können wir auch die anderen Bienen. Also nicht großartig Schaden macht. Wie gesagt, geht halt easy und die spart halt Raketenwerfer Kugeln. Also meine Freunde, jetzt habe ich noch ein Bienenstück gesucht. Ich habe erst eine Zeit lang gesucht, bis ich habe es noch einen gefunden. Aber ich sag mal so, drei Stück sind vollkommen okay. Zwei Stück benutzen wir. Und den einen, den werde ich jetzt mal vorzugsweise aufheben. Kann ich den in den Kühlschrank lagern? Wahrscheinlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Wie gesagt, es wird auch als Item gezählt, wo man platzieren kann. Das packt man einfach hier rein. Wie gesagt, der verfault nicht, der geht nicht kaputt und und. Aber ich habe noch was entdeckt, Leute, und das hätte ich sehr, sehr gerne mitgenommen. Das hier. Den Gigantopithecus. Das ist ein Level 145 direkt vor der Base. Also der war zwar ein bisschen weiter hinten, aber der Polubi hat ihn angegriffen und hierher gekitet. Aber also wenn wir das schon mal haben, warum nicht? Wie viel Level? Der bekommt 72 Level dazu. Ja. Ich finde die halt übelst geil, die Gigantopithecus. Erstmal, du kannst sie reiten. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich werde euch gleich die Sachen zeigen. Müsst was aufpassen. Solltet ihr euch kriegen, dann wird der übelst aggressiv. Alter, wie die ausschaut. Guckt ihr mal die an. Diese, was heißt der Pullover? Diese Maulwürfe. Die sind auch übelst OP.
Und die sind natürlich auch OP. Wie gesagt, wenn er zu nahe kommt und der wird aggressiv, der boxt sich über das ganze Leben weg. Wie gesagt, und die Zielmethodik-Effektivität geht natürlich auch runter. Nein! Oh Scheiße, er ist aggressiv. Oh oh. Nein! Chill dein Leben! Chill dein Leben! Bitte, bitte. Oh komm, chill dein Leben. Oh shit! Scheiße! Ich hab's schon wieder so gerissen. Lass mich in Ruhe! Bitte, lass mich in Ruhe. Komm, komm, komm. Ja. Hallo? Er hat sich wieder beruhigt. Ich hoffe, die Zimmung-Effektivität hat nicht zu arg gelitten. Kannst du jetzt bitte mal ruhig stehen bleiben? Bitte, danke. Der ist schon wieder aggressiv. Das kann nicht wahr sein, Leute. Wie gesagt, man soll ihn halt nicht antatschen, wenn es geht. Ach komm, bitte jetzt. Schilder leben, bitte. Chillax, Bro, chillax. Okay. Oh, endlich haben wir ihn. So, ich finde halt die Menschen ab, also ich muss sagen, der schaut schon richtig stark aus, also. Vor allem, die sind halt übelst OP, also man darf das natürlich jetzt nicht vergleichen sonst mit was, aber der ist jetzt zwar low, aber ich sag mal so 150 Schaden für das, dass er nicht gelevelt ist, und das ist halt so, ich sag mal so, das ist ein Miniaturtier. Ach, der Form der Bären auch. Aber ich glaube, ach stimmt ja, wenn du ihn selber auf Wandern setzt, so war es ja damals, dann formt der nur Bären. Aber ich sag mal so, er ist halt übelst schon geil. Er sieht selber, also, wenn wir jetzt gleich ein paar Level durchboxen. So. Ich würde mal sagen, Leben ist ein bisschen wichtig bei ihm. Gewicht, okay, da kann er ein bisschen farmen und natürlich Melee-Damage. Ist übelst stark. Ich sag mal so, der ist halt übelst blinkt. Und er sieht selber, also springen kann er. Okay, irgendwas wird attacked, aber es ist nicht unser Adler. Das ist auf jeden Fall schon mal was Cooles. So. Ich weiß nicht, kannst du den tragen? Kannst du nicht, okay. So. So random platzieren einfach wo. Und ihr bekommt auch Damage, weil die werden euch natürlich, wie gesagt, stechen, aber so. Vielleicht baue ich hier noch was drum oder drüber. Aber ich sag's mal so, es sieht halt schon mal cooler. So, die kann natürlich jetzt Blumen. Ihr seht selber, versorge die Bienenstock mit seltenen Blumen und erhalte ihn am Leben. Warte. Ja, ihr braucht's noch was. Ich gehe ja schon. Ich gehe schon, Leute. Chill out. Das ist das Problem, ihr bekommt das immer wieder Schaden. Ich habe zwar keine Ahnung, wieso das eigentlich so idiotisch ein bisschen gemacht wurde, dass du halt permanenten Schaden kassierst, wenn du hingehst und sammelst, aber okay, du gehst meistens hin, nimmst alles und haust wieder ab. Dann geht's ja auch. Wie gesagt, ich lasse die jetzt mal hier stehen. Ich werde wahrscheinlich immer noch was bauen oder wir lassen die einfach so. Ist immer so, ist ein bisschen Natur belassen, ist auch nicht schlecht. So, was wir natürlich jetzt noch vornehmen werden, habe ich euch letztens schon gesagt, beziehungsweise werden wir jetzt auch durchnehmen. Die Megatheriums, die sind gebreedet, das habe ich euch gerade gesagt. Diese Marines, die werden natürlich zu ihrer vollen Stärke heranwachsen. Wir brauchen natürlich noch einen Schwellenjakul. Ich weiß aber, die sind fast fertig, wie ich das ausschaut. Warte mal, Option. Warte, nein, 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 nicht umbenennen. Die bleibt von Namen her so. Wie gesagt, das sind die Marines. Es wäre natürlich auch cool, die 300 ins Warteschütz zu nennen. Ich mag sie aber auch schon kompliziert, oder? So, verhalten, wandern, deaktivieren. Verhalten, wandern, deaktivieren. Und das gleiche bei denen auch. Ich weiß zwar, dass ich die kleinen Kinder immer praktisch auf Wandern setze, aber es hatte heute einen folgenden Grund, Leute. Wir, beziehungsweise, nee, das wollen wir jetzt klar, dass alle, ihr müsst jetzt nicht alle drei auf einmal rauskommen. So. Und natürlich jetzt noch der dazu, weil ich will die T-Rex reinpacken. Wir haben gesagt, wir brüten die T-Rex aus, das werden wir noch machen. Und dann nächstes Mal werden wir auf jeden Fall den Luti und den Daidon, also diese Schwänchen. Das wird, also wir brauchen bis zu vier Tiere. Jeweils ein Pärchen brauchen wir auf jeden Fall. Du hast jetzt keinen Bock, oder rauszukommen. Du hast wirklich keinen Bock rauszukommen.
Das merke ich dir doch gleich jetzt an, ja? Dann bleibst du doch bald hier drin. So Leute, jetzt geht natürlich gleich los. Ihr seht selber, ja, okay, wir müssen das jetzt, was sehen wir das? Noch 30 Sekunden. Ich habe jetzt mal 9 Eier hergeballert. Das funktioniert, dass die hier ausbrüten. Ich sag mal so, es sind ja 9 Klimaanlagen hier, glaube ich, oder? 3, 4, 5 und 3, 11 Stück sind hier sogar. Das ist einigermaßen gleiches. Aber ihr seht selber, es geht gleich richtig los. Ich würde das niemals mit Drachen machen. Wenn ihr wirklich bei jedem Training bekommt oder bei 3 Stück nur, ihr bekommt nie so viel Milch heran. Klar, ihr könnt es natürlich das so machen, Milch holen, dann wenn ihr ihn prägen müsst auf 1.0, ihr prägt ihn einfach, dann müsst ihr 100% und dann ballert ihr die praktische Wachstumsrate komplett hoch und dann seid ihr wirklich am Mess. So. Warte. Ich weiß, dass der praktisch, ich habe ja versehentlich das Ei genommen. Okay, jetzt geht es natürlich schnell. Jeder kriegt ein Stück Fleisch. So, dann kriegt der nächste ein Stück Fleisch. Der nächste Stück Fleisch. Oh mein Gott. Oh, da ist ein Gelber dabei. Geil. Da ist er, also entweder hat er eine Gensache bekommen. Nein, ich will den anderen hier. So, der nächste. Alter, Kinder, oh Mess. Der ist cool. Der ist ja richtig stark. Der ist auch stark. Also, ich habe jetzt nicht mal die Stats angeguckt, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich muss erst mal gucken, dass die alle Fleisch haben. Weil, ich sag mal so, die brauchen wirklich einen Wachstumsschub. Ich habe aber das echt extra runtergestellt. Wir müssen jetzt alles haben. Alter, der sieht ja stark aus. Guckt euch mal den an, der mit dem goldenen Bauch. Hey, das hat was. Der hat dann praktisch eine Genmutation, oder? Erlitten. Vorfall anzeigen, hier haben wir es. Bibi Rex. Okay. So, alle bitte schon mal folgen. Wenn es geht, kleinen Fratzis. Wie das ausschaut. Alles klar. Guck dir das an. Alter, ich bin so gehypt. T-Rex an mich kommt. Das kann man mal machen, Leute. Kann man echt mal machen. Oh, so, Leute. Und der letzte T-Rex kommt jetzt raus. Jetzt haben wir den Fratzen hier auch noch hin raus. Der kriegt jetzt auch seine Portion Fleisch. Und jetzt endlich haben wir es geschafft. Alter, der Gelbe sieht stark aus. Was habt ihr für Werte? Der hat 7400 Leben, 1400 Ausdauer, 350 Nahkampf. Das ist jetzt ungeprägt. Da kann man jetzt nicht so viel zu sagen, aber es sieht echt stark aus, muss ich sagen. Alles gleich. Es sieht aus wie, hier ist es wie ein Kindergarten. Warte mal. Okay, ich könnte ja theoretisch den einsaugen und rausschmeißen, aber okay. Ich sag mal so, wenn die jetzt, solange die jetzt versorgt sind, geht's. Das Problem ist halt, die fressen auch nicht von sich selber aus. Das ist ein kleines bisschen so das Problem. Okay, du gehst hier rein, das ist auch okay. Komm hier rein zu mir. Genau, okay, na, okay, lass mal so. Dann bleibst du hier so stehen. Und dann kann ich mich jetzt um diese Fratzen ein bisschen kümmern, Leute. Das ist so anstrengend. Aber okay, das sind eigentlich recht coole Farben dabei. Wie der braune sieht stark aus. Alles da, der hat 9600 Leben, 1400 Ausdauer. Ich sag mal so, 2000 Ausdauer ist Maximum. Und Nahkampfschaden geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Also 350, die haben alle jetzt nicht den besten Mini-Damage. Die haben alle gleich fast. Die haben halt alle wirklich zu 100% den gleichen Mini-Damage. Ja, ich sag mal so, langsam aber sicher wird es. Wie gesagt, es sieht selber aus so ein Futtersymbol, wenn das übel ist, dann fressen sie selber. Das ist so bei 10 bis 12%. Gewisse sind wirklich stark. Also gewisse werde ich dann auch weiterhin benutzen wieder, dass die wirklich überpowered sind. Hier die Grundwerte sind schon mal, der kleinen Fratzki sind schon mal stark. Und wir werden dennoch sehen, wie sie sich schlagen beim ersten Endboss. Also, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einfach mal sehr gerne einen Kommentar und ein Like da. Ansonsten sehen wir uns natürlich ein nächstes Mal wieder. Bis dahin, Peace out, euer Masterpiece. Ciao, ciao, Leute.